Hallo, ich werde jetzt was demonstrieren, was sehr oft auf dem Puttinggrün passiert. Das ist jetzt ein 2,5 Meter Putt und ich möchte unbedingt diesen Ball einlochen. Ich ziele auf die rechte Kante vom Loch und leider geht er vorbei. Und ich bin so entsetzt, dass ich diesen Putt nicht eingelocht habe, dass ich wirklich was vergessen habe. Ich habe jetzt einen Rückputt. Ich muss den reinkriegen. Aber ich habe nicht geschaut, was der Ball gemacht hat. Hätte ich geschaut, hätte ich gesehen, dass der Ball eine ganz leichte Drehung nach links gemacht hat. Und das bedeutet, beim zweiten Putt, dass ich jetzt etwas nach links ziehen muss. Auch so eine Kleinigkeit, die Fahne hängt hier zu mir. Da ist nicht so viel Platz. Mein Ball wird von der linken Seite ins Loch rollen. Naja, hoffentlich. So in diesem Fall nehme ich die Fahne immer raus. Ansonsten lasse ich sie so gerne drinne. Das hilft mir enorm. Okay, so hätte ich geschaut, hätte ich gewusst, dass ich jetzt nach da ziehen muss und dann hätte ich eine gute Chance gehabt, den einzulochen. Okay, so wichtiger Punkt. Ich weiß, es ist nicht schön, wenn die Bälle nicht ins Loch rollen, aber bitte schau unbedingt, was der Ball macht, nachdem er ans Loch gerollt ist. Das ist so wichtige Information. Und dann wird es immer noch ein Zwei-Putten. Das ist doch okay. Danke für das Zugucken.